Sam, heute machen wir etwas ganz Besonderes. Wir werden dem Wald neue Bäume schenken. Dann wird er noch schöner und wir wirken der Trockenheit entgegen. Komm, lass uns die Setzlinge aufs Auto laden. Ja, schon gut, Sam. Du bist wohl auch so aufgeregt wie ich. Und viel zu schnell. Wupp, wupp. Nichts passiert. Sam, ruhig. Sonst sind wir fix und fertig, bevor wir aufgeladen haben. So, Sam, das war der letzte. Danke. Und jetzt ab mit dir ins Auto. Wir wollen losfahren. Oh, ist das eng hier. Wer hat denn das Auto so geparkt? Ja, Sam, ich weiß, das war ich. Ben und Sam und Emma und Bella füreinander da. Das ist doch klar. So, da wären wir, Sam. Hier ist die erste Stelle, wo wir einige Bäume einpflanzen wollen. Dafür müssen wir erstmal Löcher ausheben. Sam, danke, du bist aber ein ganz schlauer. Eine richtig gute Hilfe. Was würde ich nur ohne dich machen? Dann wollen wir mal. Oh nein! Sam, wir haben ganz vergessen, die Wasserkanister mitzunehmen. Ohne Wasser geht das Anpflanzen nicht. Wir müssen John anrufen. Vielleicht kann er uns Wasser bringen. Hallo John, ich bin's, Ben. Wir brauchen deine Hilfe. Wir wollen gerade im Wald neue Bäume pflanzen, aber ich habe die Wasserkanister vergessen. Kannst du uns Wasser bringen? Ben, das ist gar kein Problem. Ich bin hier gerade fertig geworden und kann sofort losfahren. Schick mir einfach deine Standortkoordinaten. Ich mache mich dann so schnell ich kann auf den Weg. Danke John, das wäre prima. Die Koordinaten schicke ich dir sofort. Und in der Zwischenzeit buddel ich einfach noch die anderen Löcher. Bis gleich dann. Alles klar, bis gleich. So, meine lieben Damen, ich muss noch unserem Freund Ben helfen. Genießt eure Tage und legt noch ein paar Eier. Nanu, wo sind denn nur die ganzen Wasserkanister hin? Ich habe keine Zeit, alles durchzusuchen. Ben verlässt sich auf mich. Dann nehme ich wohl einfach den Tankwagen. Es hat schon länger nicht geregnet, der Boden ist trocken. Da müsste ich mit dem Tankwagen auch gut durch den Wald kommen. Kuckuck! Sicherheitshalber fülle ich nochmal was nach. So, das sollte reichen. Dann los jetzt. Ach, ey, ey. Nicht, dass es jetzt doch noch regnet. Das wäre wirklich ungünstig. Och nee, hoffentlich bin ich da, bevor der Regen den Waldboden überschwemmt. Nach so einer langen Trockenzeit kann der Boden das Wasser gar nicht schnell genug aufnehmen. Der Boden ist ein einziger Schlamm. Nun ja, ich muss es versuchen. Mist, jetzt haben wir den Salat. Hallo Ben, ich wurde vom Regen erwischt. Nun stecke ich mit meinem Tankwagen im Waldboden fest. Da es jetzt auch hier geregnet hat, gehe ich davon aus, dass die Wasserlieferung nicht mehr so dringend ist. Ich werde Emma anrufen. Vielleicht hat sie ein paar Kanister und kann sie vorbeibringen. Ja, hier hat es auch kurz und heftig geregnet. Die ersten Bäumchen konnte ich pflanzen. Aber wir wollten noch etwas tiefer in den Wald und dort auch Bäume pflanzen. Dort werden wir Wasser brauchen. Wenn Emma helfen kann, wäre es prima. Wir warten hier so lange auf euch. Und danke dir. Alles klar, ich komme so schnell es geht. Hallo John. Emma, grüß dich. Hast du zufällig Zeit, uns zu helfen? Ich wollte Ben eine Wasserladung bringen und wurde vom Regen überrascht. Jetzt steckt der Tankwagen im Waldboden fest. Hast du vielleicht ein paar Kanister, die du mir bringen kannst, damit ich das Wasser umfüllen kann? Natürlich, John. Wo genau bist du denn stecken geblieben? Ich schicke dir gleich die Koordinaten. Wir sind am Anfang des Waldes, an der nördlichen Seite. Gut, ich mache mich gleich auf den Weg. Bis gleich. Danke, Emma. Bis gleich. Ben und Sam und Emma und Bella füreinander da. Das ist doch klar. Emma, da bist du ja schon. Toll. Hallo John, ich habe zwei Kanister dabei. Danke, Emma. Wie kann ich dir helfen? Halte den Kanister unter den Auslass hier. Ich öffne das Ventil ganz langsam, damit uns der Wasserschwall nicht weghaut. Alles klar, dann leg los, ich bin bereit. Stopp, er ist gleich voll. Super, dann gleich den zweiten hinterher. Bist du bereit? Wassermarsch. Stopp, er ist voll. Super. Dann wollen wir mal testen, ob der Tankwagen jetzt leicht genug ist, damit ich ihn aus dem Matsch bewegen kann.
Super, John. Es hat funktioniert. Was hast du jetzt vor? Ich fahre den Tankwagen jetzt zu Ben. Er ist ein Stück weiter im Wald. Von dort aus fahren wir dann noch ein ganzes Stück Richtung Süden, tiefer in den Wald hinein. Ben möchte dort weitere Bäume pflanzen. Aber John, mit dem Tankwagen solltet ihr dort nicht im Wald herumfahren. Dort gibt es keine breiten Wege mehr. Ihr würdet den lockeren Waldboden viel zu fest fahren und die Baumwurzeln könnten beschädigt werden. Ich habe eine bessere Idee. Ich werde mit Bella das Wasser in den Kanistern zu Ben bringen. Wir sind schnell und Bella liebt das Reiten durch den Wald. Sie kennt sich hier gut aus. Das ist eine sehr gute Idee, Emma. Du hast recht, mit dem Traktor durch den dichten Wald zu fahren ist nicht gut. Er ist einfach viel zu schwer. Dann lass uns loslegen. Fahren wir erstmal bis zu Ben. Aber vorher befestige ich die Kanister noch bei dir am Sattel. Ich habe ein Seil im Traktor. Hep. Und hep. Da sind wir. Hallo Ben. Hallo Freunde. Danke, dass ihr gekommen seid. Auf euch ist wirklich Verlass. Es hat leider alles länger gedauert als erwartet. Der starke Regen hat uns erwischt. Ja, hier ist auch einiges runtergekommen. Es ist nass genug, also brauchen wir kein Wasser mehr. Aber dort, tiefer im Wald, ist noch eine kahle Lichtung, auf der wir die restlichen Bäume pflanzen wollen. Der Regen ist dort nicht vorbeigezogen. Es wird trocken sein. Gut, dann bringe ich dir das Wasser dorthin. John sollte mit dem Tankwagen auch hier bleiben. Ich komme dann zum Nachfüllen hierher zurück. Emma hat recht, die schweren Fahrzeuge sind nicht gut für den Waldboden. Dort gibt es keine befestigten Wege. Okay, ich denke, ihr habt recht. Dann sollten wir auch nicht mit dem Auto dort hineinfahren. Es ist nicht weit. Sam wird uns helfen, die Bäumchen rüberzubringen. Wir laufen. John, vielleicht kannst du uns beim Buddeln helfen. Na klar doch, das mache ich gerne. So eine kleine Fitnesseinheit würde mir mal wieder gut tun. Auf geht's! Dann los! Geschafft. Das war das Letzte. Oh, John, da warst du wohl etwas zu fleißig. Das Loch ist zu viel. Oha, da habe ich mich wohl verzählt. Macht ja nichts. Dann sind wir fertig und können nach Hause. Es hat Spaß gemacht und dem Wald haben wir auch was Gutes getan. Danke, Freunde. Ihr habt recht. Das haben wir alles gut hinbekommen. Ah, Sam, du wilder Flitzer.